Danach aber wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein. Eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen. Aus Joel 3,1. Ihr Lieben, geht es euch nicht auch so? Wir haben jetzt den 9. Tag der Pfingstnovene und wir hatten so tolle Bibelstellen in den vergangenen Tagen. Das ist so wie eine Best-of-Liste. Ja? Ich kann mich erinnern, eine Bibelstelle war auf aus der Jüngerschaftsschule ein Vers, den ich auswendig lernen konnte. Mit was für einem Schatz sind wir jetzt gesegnet worden die letzten Tage. Und heute ist noch ein ganz neuer Gedanke. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Das ist eine Verheißung. Hier spricht Gott selber. Er wird etwas tun. Er wird seinen Geist ausgießen. Da ist nichts, was wir tun können, wo wir irgendwas in die Hand nehmen können, uns aufmachen können. Da geht es um das Empfangen. Aber wie das bei Prophetien immer der Fall ist, es geht auch ums Ergreifen. Lasst uns das ergreifen. Lasst uns diese Bibelstelle lesen und es ergreifen. Willkommen heißen in unserem Leben. Wir feiern Pfingsten, das Ankommen des Heiligen Geistes. Seid morgen da. Wir haben auch, was ganz abgefahren ist und neu ist, wir werden morgen Segnungsteams haben. Es gibt auch die Möglichkeit, sich segnen zu lassen. Es gibt morgen wird Pfingsten sein. Lasst uns gemeinsam den Heiligen Geist empfangen, ihn willkommen heißen, ihn ergreifen. Ich freue mich auf euch.